Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu Devious Dungeon. Wir sind hier weiter unterwegs, ja. Müssen böse Viecher töten, die Katakomben unseres Königs wieder säubern, weil einfach hier zu viel Zeugs existiert, rumlebt, fleucht, kreucht, wie auch immer. Und vor allen Dingen uns angreift. Wir sind die einzigen, die in der Lage sind, unserem König hier entsprechend zu dienen. Bisher lief das ja ganz gut. Wir haben noch nicht immer den Schatz gesehen, glaube ich. Also wieder so ein kleines Viech. Die gehen mir auf den Sack. Weil die sind echt nervig. So. Levelaufstieg gab es natürlich auch. Ihr habt es gesehen. Hier muss noch so ein Viech sein, ja. Stirb. Danke. Ich werde mir auch bald wieder was kaufen können. Ich habe wieder 500... Ich sage einfach mal Dollar. Weil ja oben auch ein Dollarzeichen angezeigt wird. Ich meine, das ist einfach nur für Geld stehen, natürlich. Und es gibt immer mehr. Jawohl, nochmal extra Lohn. Weil ich eine Aufgabe erfüllt habe. Ich weiß gar nicht, was für eine Aufgabe das ist. Also ist dann doch eher durch Zufall. Ist hier vielleicht noch ein geheimer Raum? Hier unten könnte einer sein. Wir müssen nach unten gehen. Da unten ist noch Level, was ich nicht inspiziert habe. Dementsprechend noch Hindernisse. Und Bösewichte. Und vor allen Dingen Schlüssel. Also da könnte auch mehr drin versteckt sein in diesen großen Statuen. Nein. Haha. Ich weiß, es ist feige, wenn man von hinten angreift, aber man muss sich den Vorteil suchen, den es gibt. Vor allem, wenn man hier in so einer ganz eindeutigen Unterzahl ist, wie ich hier. Ich meine, ich bin alleine. Da haben wir das Portal. Das lassen wir erstmal sein. Ich will nicht aus Versehen das Level verlassen, weil ich ja schon den Schlüssel habe. Guck mal, wenn du mir auch entgegenkommst, nehme ich dich doch gleich mit euch sogar. Es sind mehrere. Schön, haben wir extra Geld. Es läuft aber ganz gut. Und da habe ich euch zufällig den Geheimgang gefunden. Was gibt es hier? Diamanten. Ah, ich hätte mir ein bisschen was Schöneres vorstellen können. Aber in Ordnung. Man kann nicht alles haben, ja. Man darf auch nicht zu viel meckern. Hier war ich anscheinend schon. Gut, dann geht es jetzt hier nach rechts Richtung Portal. Ich glaube, wir waren überall. Ja, vielleicht da oben noch mal gucken. Ich war noch nicht an der Decke. Zumindest ist die noch nicht eingezeichnet. Also muss ich mal schauen. Hier war unser Start. Okay. Ja, da wird nichts mehr sein. Hier auch nicht. Da oben war ich, glaube ich, schon, oder? Ja. Dann können wir nun wirklich ins Portal gehen. Alles geschafft, was zu schaffen gilt. Los geht's. Ab ins nächste Level. Olafs Wagen. Hallo, Olaf. Was hast du diesmal? Hast du was Neues? Okay, keine neue Waffe. Eine Lederrüstung. Ja, nehme ich mit. Sicher doch. Dankeschön. Oh, dann kann ich mir noch ein Kettenhemd danach kaufen. Ah, wahrscheinlich wird das erst freigeschaltet, wenn ich es kaufe. Ja. Dann gibt es Trank der Stärke als nächstes. Ring. Ja, komm, dann holen wir uns auch mal so einen Ring. Ich will gucken, was danach so kommt. Danach kommt ein silberner Ring. Bei den Amuletten. Amulett des Lebens. Schön. Gibst du mir wieder ein bisschen was? Natürlich will ich gepriestert werden von dir. Vielen Dank. Und dann springen wir rein. Ab ins nächste Level. Wir haben uns ein bisschen aufgestockt. Guck mal, wie wir jetzt aussehen. Richtig sneaky. Gut, dann werde ich mir diese andere Waffe wohl doch holen müssen. Und wir sind in neue Bereiche des Kellers vorgestoßen. Oder der Katakomben. Das sieht jetzt anders aus. Und nochmal ein paar Diamanten. Die bringen gar nicht so viel, habe ich gerade gesehen. Also...
Ich hätte gedacht, dass Diamanten mehr wert sind. Aber gut, Angebot und Nachfrage darf man nicht vergessen. Was haben wir denn hier? Hund vom Baskerville oder was? Danke. Oh mein Gott. So weit runter wollte ich nicht. Oh, jetzt gibt es noch fiesere Hunde. Das war ein kritischer Treffer, das ist schon mal gut. Und das war der tödliche. Aber was sind das denn für Viecher, die wir jetzt hier sehen? Ja, wir gehen erstmal links rum. Okay. Du hast Distanzwaffen. Die hätte ich auch gerne. Aber wir können so machen. Siehst du, das kannst du nicht, du Hund. Okay, wir werden erstmal nach unten gehen, werden uns dann wieder nach oben arbeiten, um dann eben die andere Seite zu inspizieren. Weil wir auch erst schauen könnten, wo das Portal ist. Es wird gar nicht angezeigt. Irgendwo da rechts wird ein Eingang sein. Mal wegspringen, warten, wieder hingehen und dann... Jawohl, wir sind schneller als du. In Ordnung. Das war schon mal der linke Teil anscheinend. Mehr ist hier nicht, dann können wir jetzt nach rechts gehen. Und wir wissen, dass da unten der Geheimgang ist. Bist du die Weiterentwicklung dieses Sonnenmännchen oder was? Ich wollte natürlich nicht in dich reinspringen, aber... Naja, man kann nicht alles haben. Immerhin ein paar Altbekannte gibt es ja auch noch, so wie ihn hier, den guten Skelettkopf. Kenne ich ja noch von vorher. Und den gibt es leider auch noch, die nervigen kleinen Kobolde, oder was das sein sollen. So, wir haben hier noch Hund, wir haben hier noch Kobold. Ich nenne dich einfach Kobold. Weil du nervig bist. So. Damit haben wir euch auch. Ich gehe jetzt aber hier erstmal nach unten oder nach oben. Ich glaube, ich gehe erst nach oben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das Portal da oben sein wird. Vor allem, weil der Schlüssel da ist. Dann habe ich gleich hier alles, was ich brauche. Das war dumm. Einfach random runterspringen ist eine sehr gute Idee gewesen, muss ich sagen. Anstatt vorsichtig langsam runterzugehen und zu gucken, was man eventuell vorfindet. Nee. Einfach springen und aufs Beste hoffen. Eine sehr gute Idee gewesen. So, hier links haben wir doch den Schatz gesehen, oder? Hier unten war doch der Schatz, also dieser Geheimgang. Okay, wir müssen noch weiter runter. Sonst kommen wir da nicht hin. Aber ist ja gar kein Problem. Schauen wir mal, wo wir hier runtergehen können. Also hier erstmal nicht. Da hinten den einen Münzen lasse ich liegen. Ein Droll und ein Hund dahinter. Das Geld leider auch nicht gekriegt. Aber das Geld für das Töten von euch kriege ich. Noch so ein Köter. Bisschen XP und wir steigen auch bald wieder ein Level auf. Das heißt, ich krieg wieder meine HP aufgefüllt. Dann müsste ich doch jetzt eigentlich hier vorbei können, oder? Ja. Aufgabe fertig. $75. Ich würde sagen, wir machen Ausdauer. Es gibt 2 Lebenspunkte. Da haben wir 50 voll. Glatte Zahl ist gut. Der innere Monk ist zufrieden.
Okay, wir haben wieder einen Zauberer, wir haben einen Hund. Und Lohn bekommen, weil wir einen weiteren Köter getötet haben. Du kannst eh nichts. Was bist du denn? Ich habe mich schon lange nicht mehr gesehen, Kollege. Ja, dich kennen wir doch gar. Wirfst du die Axt? Oh, es gibt eine andere Münze. Silbertaler 10, also als. Das war intelligent. 10, also als 2. Also Bronze ist 1. Silbertaler sind 2. Man kommt jetzt auch relativ schnell an Geld, muss ich sagen. Okay, es geht nicht über mich drüber. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt sehr schnell sehr viel HP verloren. Muss ich sagen, was mir nicht ganz so gut gefällt. Aber okay. Toll. Fällt mein Geld direkt runter in so ein Loch mit Dornen, Fallen, wie auch immer. Ah, ich bin nicht vorsichtig genug. Wieder so ein Zaubertypi. Aber gut, du kannst nicht drunter schießen anscheinend. Gut, du gibst immer so eine Art Sonne von dir. Damit brauche ich da keine Angst haben. Dich habe ich. Dich hole ich gleich. Nämlich jetzt. Mein Geld. Wer den Bronze-Dollar nicht ehrt, ist der Silber nicht wert oder so ähnlich. Kein Problem. Dich haben wir. Nur wo könnte denn der geheime Raum sein, falls es in dem Level einen gibt? Also rechts haben wir alles durch, links eigentlich auch. Links ist das Portal, das wussten wir aber schon. Hier waren wir noch nicht. Okay, so hoch kann ich nicht springen. So durchtrainiert bin ich nicht. Die kann ich aber so einsammeln. Okay. Jetzt hier noch irgendwo weiter? Nein, leider nicht. Wenn man auf Springen drückt, habe ich gehört, springt man auch. Es ist ein ganz seltsames Konzept, ich weiß, aber es hat sich bisher eigentlich bewahrheitet. Eventuell könnte unter mir hier noch der so ein verborgener Raum sein, aber ja. Keine Ahnung, was das ist, aber es gehört jetzt mir. Und wir kommen hier raus mit 18 HP. Ab ins nächste Level. Wir müssen mal schauen. Level 9. Ich denke mal, Level 9 und 10 werde ich jetzt in dieser Folge noch abdecken. Dann haben wir auch einen schönen Cut. Es wäre halt relativ cooles Timing gewesen, wenn ich in dem Moment von der Axt zerspaltet, also getötet worden wäre. Aber muss auch nicht sein. Ich hätte gerne so einen Levelausstieg zeitnah, aber 12 HP sind nicht viel. Okay, ich kann hier in Ruhe stehen. Wenn du geschossen hast, gehe ich den hier machen. Dankeschön. Da kam auf einmal eine Axt geflogen. Mal wieder so ein Fliegeviech. Du kannst auch in andere Richtungen schießen. Du bist also, was das angeht, besser als der Zauberer. Der Zauberer kann aber dafür 5 solcher Dinge um sich rum machen.
Hilfe. Und ich glaube, dass der Zauberer mehr Damage macht als du. Da ist das Portal, das wissen wir jetzt auch schon. Ich meine, wir haben sowieso noch keinen Schlüssel, also bringt uns das noch gar nichts, aber immerhin. Unser kleiner Machetenmensch haben wir hier. Oh, gleich zwei von denen. Gut, dass ich da mit meiner Waffe schneller war. Ich glaube auch, ich würde eher auf eine schnelle Waffe gehen. Dankeschön. So ein kleiner Heiltrunk ist gut. Ich glaube, ich würde, wenn ich mir eine neue Waffe hole, auch eher auf die Schnelligkeit gehen als auf den Schaden. Weil wenn ich zwei... ich kann aktuell Geschwindigkeit 3. Wahrscheinlich heißt es dann wohl 3 Schläge innerhalb eines Zeitraums. Und ich mache damit natürlich mehr Schaden, als wenn ich nur 2 Schläge habe. Offensichtlich. Wir müssen hier mal oben noch lang gucken. Da war ich nämlich noch nicht so aktiv, aber hier gibt es keinen oben. Ah doch, hier gibt es einen oben. Guck, man braucht manchmal einfach nur Glück. Weil ich glaube, jetzt habe ich hier alles eigentlich abgeschaltet in diesem Level, oder? Ja, ich dürfte überall gewesen sein. Dann springen wir rein in Level 10. Aber erst nochmal kommt Olafs Wagen. Warte, wir holen uns zunächst einmal wieder HP bei unserem Priester. Wir gucken mal, was es so an Waffen gibt. Ich kaufe mir jetzt das hier. Schaden 14, Tempo 3. Ja, hallo. Gib mal her. Dann kommt ein Steinhammer. Rüstung kann ich mir keine leisten. Ein Stärketrank. Nehmen wir mal mit. Shopaholic bin ich inzwischen. Dann springen wir rein. Level 10. Ordentlich ausgerüstet. Ich mache mehr Schaden. Ich sehe besser aus. Und wir kriegen hier auch... Da interessiert mich mal... Nee. Es deckt leider nicht. Das wollte ich gerade wissen. Ich hätte mich zuerst hitten lassen sollen, bevor ich den nehme. Aber ich weiß es jetzt für später. Also Tränke geben nicht... Ich kann nicht über meine Maximalstärke an HP kommen. Jawohl, jetzt guck mal hier mit meinem Silberschwert. Kein Problem. Damit komme ich gut durch. Ja, ich nehme trotzdem relativ viel Schaden, wenn ich nichts richtig mache. Also so gut ist es jetzt auch noch nicht. Obwohl, das war ein schöner Crit, ja. Also ein 44er Crit ist schon nett. Vor allem, wie schnell diese kleinen Viecher jetzt dann tot sind. Da rechts war nur der Eingang, oder? Da war sonst nichts. Hier war einfach nur unser Eingang. Und jetzt geht's wieder nach oben. Wir müssen weiter gucken. Da rechts ist auf jeden Fall was. Zauberer. Gut, der kann nicht nach unten schießen. Das haben wir ja schon rausgefunden. Der macht immer so um sich rum. Die eine Münze lasse ich jetzt einfach mal sein. Muss die anderen hier mitnehmen. Ah, langsam wird es doch kritisch. Hallo, ich habe nur noch 15 HP, aber ich steige auch bald wieder ein Level auf. Dann komme ich wieder auf meine 50. Im besten Fall jetzt den Raum finden. Abgeblockt. Ah, er geht über mich rüber. Also, er ging über das Teil drüber. Wohinter ich mich verstecken wollte. Ich frage, ist das ein Sonnending oder ist das wieder ein Zauberer? 3 Schuss klingt nach einem Sonnending. Ja, ist ein Sonnending, weil er geht gezielt in meine Richtung. Sonst hätte... Er nämlich nur den normalen Schuss gehabt.
Geht unter mir durch. Okay. Schießt du? Da ist irgendwas runtergefallen, oder? Da ist der Raum. Perfekt, Level Up ist immer gut. Und wir machen einen Crit erhöhen. Weil wir jetzt wieder volle HP haben. Tja, war wohl nichts, wenn ihr zu klein seid. Sieht doch ganz gut aus. Wir schauen nochmal ganz kurz. Aber ich glaube, ich habe alles. Ich hoffe, ihr hattet vor allem den einzelnen nicht Spaß. Und seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht hier in Devious Dungeon. Wenn wir uns die nächsten Level anschauen. Bis dahin noch einen schönen Abend und ciao, Leute. Zack, zack, zack.